Sie sind hier, 10. September 2018, 17.49 Uhr, von Sportinformationsdienst, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern, verkleinern. Volker Kersting sieht den Umgang der Berater mit Jugendspielern sehr kritisch. Urheberrecht Getty Images. Der Mainzer Jugendleiter Volker Kersting verurteilt das Vorgehen von Beratern bei jungen Spielern. Er spricht vom absoluten Wahnsinn. Der Leiter des Nachwuchsleistungszentrums vom FSV Mainz 05, Volker Kersting, hat scharfe Kritik an der Rolle von Spielerberatern im Jugendfußball geübt. Das ist Kinderhandel, sagte der 46-Jährige im Interview mit dem Kicker. Mittlerweile gibt es Beraterfirmen, die schon Vereinbarungen mit 13-, 14-Jährigen treffen und sich dort bereits 10% der Monatsvergütung zusichern lassen. Intention der Berater: Die Berater verfehlten dabei häufig ihren ursprünglichen Auftrag, nämlich die Spieler tatsächlich bei der Karriereplanung zu begleiten, so Kersting weiter. Anzeige: Jetzt das neue Trikot von Mainz 05 kaufen? Hier geht es zum Shoppen. Müsse sich fragen, was ist denn die Intention des Beraters? Will er den Spieler nach vorne bringen? Oder will er mit ihm Geld verdienen? Kersting, unseriös hochziehen. Laut Kersting suchten viele in der Branche mittlerweile nur noch Wege, wie sie im Juniorenbereich Geld verdienen können. Das fängt damit an, dass sie bei den Vereinen im U15, U16, U17 Bereich nach Provisionen fragen. Aber das machen wir nicht, das kommt nicht in die Tüte. Ich werfe das Geld definitiv nicht irgendwelchen Beratern in den Rachen. Ein Berater, der im Jugendbereich Geld von den Clubs verlange, sei definitiv nicht seriös. Dieser sei unseriös hochziehen. Wer auf solche Berater reinfällt, dem ist wirklich nicht mehr zu helfen. Aber das ist das, was im Moment auf dem Markt passiert. Das ist der absolute Wahnsinn, lesen Sie auch. Zwangspause für Mainz-Trainer Raubal hört als DFL-Präsident auf von Sportinformationsdienst.